Ja, ich freue mich, dass Christian Schwarzwald aus Wien angereist ist, um hier in der Ausstellung Polygraph im Kunstverein Kunsthaus Potsdam seine Zeichnungen, seine Zeichnungsinstallation zu erläutern, uns näher zu bringen. Ja, Polygraph ist der Titel dieser Ausstellung, dieser Zeichnungsinstallation. Was bedeutet dieser Titel und was bedeutet dir vor allem die Zeichnung, die ja hier in umfassender Weise zu erleben ist? Polygraph ist einfach ein Titel, den ich verwendet habe, auch für die Ausstellung, weil es eine Art von Tätigkeit und Praxis für mich beschreibt. Das heißt, Poly, einfach viel, und Graph, zeichnen, schreiben, also zwei griechische Wörter. Für mich ist die Praxis des Zeichnens wichtig und deswegen ist auch das viel Zeichnen, viel Schreiben etwas, was wir alle tun. Das Gleiche gilt oder etwas Ähnliches gilt fürs Schreiben, wo wir eigentlich in der Schule wieder einen Stift in die Hand bekommen und lernen, eine Handschrift zu entwickeln. Ich würde ganz gern von dir ein bisschen was hören zu der Ausstellung hier direkt. Wir haben hier diesen Kunstraum mit einem quadratischen Grundriss und wie du erzählt hast, hat dieser Grundriss dich inspiriert, mit diese einzelnen Blöcke zu erarbeiten. Für diesen Raum, Ich habe eigentlich relativ lang gebraucht zu verstehen, dass es wirklich dieses Quadrat als Grundfläche gibt und dass es hier so auch eine Art von Würfelform sich einschreiben würde, also auch wenn es ein Giebeldach gibt hier, aber es ist ein relativ kompakter, großer Raum, der vor allem auch viel Höhe hat. Vielleicht erzählst du einfach mal was zum Konzept dieser Ausstellung und zu diesen einzelnen, doch sehr unterschiedenen, zeichnerisch unterschiedenen Blöcken, die dann doch hier wieder eine Gesamtinstallation. Ja, für mich ist, mich interessiert Zeichnung als System. Also das stimmt, ich habe Malerei studiert und irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich bin kein Maler, ich liebe Malerei, aber es ist, für mich ist dieses System der Zeichnung interessant. Und hier für die Ausstellung wurde es auch ein System, das ich versucht habe, im Raum zu entfalten. Ich hatte einfach Tusche verwendet, auch ganz bewusst, weil es so eine Zeichnungs- und Schreibflüssigkeit ist, also Tinte, Tusche. Und habe das auch für die Wandarbeiten verwendet, also auch die gesprühte Zeichnung auf der Wand ist Tusche. Auch eben die, wo die Four-Letter-Words drauf sind. Die Four-Letter-Words sind etwas, was ich seit einiger Zeit immer mal wieder verwende. Was ich toll finde an denen ist, dass es eine Art von Gleichzeitigkeit von Bildlichkeit und Lesbarkeit gibt. Das heißt, es zu schauen und zu verstehen, muss fast in eines fallen. Also man muss ein bisschen entziffern, man muss ein bisschen lesen und gleichzeitig geht das nicht ohne tatsächlich das wie ein Bild anzuschauen. Das heißt, seinen Blick irgendwie zu öffnen, umherzuschweifen und einfach den Eindruck mitzunehmen, den das gibt. Wirklich Bewegung kommt hier auch in den Raum durch diese in Rot auf der Empore und hier hinter mir in Blau aufgetuschten Strukturen, die hier unten vielleicht im weitesten Sinne an so eine Welle, an fließendes Wasser erinnern. Hier oben im Rot eine große Emotion an der Wand platzieren, vor die dann wiederum eben andere Arbeiten gehängt sind. Der Raum ist der Zeichnungsträger eigentlich auch dann. Also so funktionieren die Wandarbeiten. Und sie haben natürlich einfach eine andere physische Präsenz und sind anders, sind vor Ort gemacht, sind auch nur räumlich erlebbar. Also haben einfach, gehen in die dritte Dimension, obwohl sie flach sind und flach bleiben. Ja, die beiden Sachen, die kommen aus einer Serie, die Fruit heißt, also Früchte, sind tatsächlich einfach eine Serie, wo ich Früchte imaginiert habe und zum Teil so reale Vorstellungen davon genommen habe und die transformiert habe dann jeweils.
Hier habe ich zwei Beispiele mitgenommen, die eben eins ist sehr abstrakt, das ist so wie so Klöße oder wie so komische einfach irgendwie Bommeln oder Marshmallows, die da rumliegen auf so Ästen. Ich habe noch eine allerletzte Frage zu der großen Leinwand, die hier auch in der Ausstellung zu sehen ist, die vielleicht sogar anknüpft an Malerei, mit der du dich ja auch noch befasst hast. Vielleicht erzählst du noch was zum Entstehungsprozess dieses ja Gemäldes, was hier auch fast wie eine Wandarbeit wirkt und zufällig genau an eine Wand hier vor Ort gepasst hat und eigentlich alles nochmal verknüpft, was hier zu sehen ist. Wie entstehen diese Arbeiten? Das ist eine Serie, die heißt Vacuum, also Vakuum oder eben auch, wie es auf Englisch die Bezeichnung für einen Staubsauger ist. Und das sind einfach Staubsaugerzeichnungen, nenne ich die auch. Also es sind eine Art von Gemälde auch, weil sie wirklich auf einem Bildträger, also auf ganz konventionell, auf Pigment, auf Leinwand ist eigentlich. Ich arbeite da nur mit dem puren Pigment, also der Essenz der Farbe sozusagen, die sich materialisiert. Also pures Pigment als ungebundenes Farbpulver. Und das trage ich auf und damit arbeite ich manchmal mit Pinseln, mit Fetzen, mit irgendwelchen Dingen. Ich präpariere das auch vorher und dann sauge ich eigentlich die Spur wieder frei, die ich zeichne. Es ist ein bisschen was Umgekehrtes wie Airbrush sozusagen, was ich auch hier an der Wand verwende. Es ist mehr oder weniger die gleiche Technik. Eins ist hinblasen, eins ist wegziehen und sozusagen ein Negativverfahren davon. Es ist eine ganz tolle Art, mit Farbe und mit dem Strich umgehen zu können und diese beiden Dinge zusammen zu holen. Ich freue mich, Christian, dass du gekommen bist, nochmal aus Wien in diese Ausstellung uns ja Erläuterungen gegeben hast, Lust gemacht hast, hoffentlich die Dinge nochmal im Original zu sehen. Und ich hoffe, dass wir die Ausstellung dann am 23. Mai mit einer Finissage und Reden beschließen können. Danke. Ich danke.